Gutkick, Freunde, ganz herzlich willkommen zu unserem Rückblick auf das Spiel VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg. Und wieder ein Spiel, was wir mit durchaus positiver Stimmung kommentieren können oder besser gesagt darauf zurückschauen können. Denn auch das dritte Spiel unter Florian Kohfeldt gewinnen wir. Diesmal mit einem relativ knappen 1:0. Das Spiel hätten wir in der ersten Halbzeit schon entscheiden müssen. Erste Halbzeit sehr ja, gut, da ist der Tor gefallen. Zweite Halbzeit war dann stark nachgelassen und ja, hat dann halt unnötig spannend gemacht gegen Ende. Ja, also Metscher hatte noch ein paar Möglichkeiten, die er hätte reinmachen können. Ottavio hatte eine, die eigentlich rein muss sogar. Bonau kann den auch gut und gerne mal aufs Tor köpfen in der einen Szene. Die kann er, Brooks wieder einen auf Ronaldo gemacht hat. Ja, Brooks neuer Ronaldo. Und Bonau kann den locker und entspannt, das werfe ich mir jetzt gar nicht vor, aber den hätte er theoretisch noch annehmen können und runternehmen können und dann draufschießen können, denn da war ein 5 Meter Radius Platz um ihn herum. Da hat die Augsburg Abwehr komplett gepennt, aber das lag halt auch an Weltklasse Brooks, der da mit einer Finte den Augsburger auf Reise schickt, nach Hause schickt. Aber ja, wir haben gewonnen, das ist schön. Wir können ja noch mal ganz kurz so ein bisschen auf die Statistiken drauf eingehen. Wir gewinnen mit 1:0, Schüsse 8:10, wobei man aber auch da sagen muss, dass von Augsburg nicht sehr viel Gefährliches kam. Und wenn was Gefährliches ja, kam... schon ein paar, also es war nicht ungefährlich, was wir hatten. Es gab... Da es war zweimal Arnold, der wirklich gut... gerettet hat, bevor Niederlechner war es, glaube ich, rangehen konnte. Auch Bornau einmal, kurz bevor der Augsburger schießen konnte. Auch Niederlechner. Genau, also es gab viele gefährliche Situationen im Strafraum und in Strafraumnähe, aber ich kann mich nur an eine oder an zwei Situationen erinnern, wo dann Castells auch mit seiner Weltklasse-Art parieren musste. Gab es auch ein, zwei Szenen. Aber wir hatten es ja auch schon angesprochen, man hat es halt einfach nur unnötig unnötig spannend gemacht. Es gab eine Szene von Ottavio auch noch in der ersten Halbzeit, wo er geschickt wird von Metscher oder von Wekos war es, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Von Metscher. Nachdem Wekos ihn zugespielt hatte. So, genau so war das. Und dann schließt er mit rechts ab, vielleicht muss er den mit links aufs lange Eck bringen oder halt präziser aufs kurze. Geht knappe, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter am Pfosten vorbei. Ja, das muss man, wie gesagt, schon in der ersten Halbzeit entscheiden, meinte auch Herr Kohfeldt dann auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass ihm die erste Halbzeit sehr gut gefallen hat und dann in der zweiten halt nachgelassen. Ballbesitz auch klar auf unserer Seite. Ich glaube, das erste Spiel jetzt unter Kohfeldt, in dem wir einen positiven Ballbesitz haben. Aber das liegt halt natürlich auch an den Gegnern. Augsburg kannst du nicht mit Salzburg und Leverkusen vergleichen, die ja auch beide dann eher auf Ballbesitz spielen. Augsburg hat uns eher dann den Ball überlassen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir auch sogar bei 70% Ballbesitz. Ja, und das war auch, wir haben 1:0 geführt. Und was macht Augsburg? Sie stellen sich nur hinten rein. Das war schon irgendwie schwach ja, an der Stelle. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch einfach irgendwie ein bisschen ein Scheißspiel, weil wenn Augsburg da nicht, die haben, weiß ich nicht, es ist einfach so ein typisches gegen Augsburg-Spiel, also no front an Augsburg, aber das ist einfach immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich stand dann da in der zweiten Halbzeit, mir war kalt und und ich habe einfach, oh, mach doch mal was, also, da kam auch nichts, in der ersten Halbzeit schon nichts und das war irgendwie, das war irgendwie nichts. In der ersten Halbzeit, da geht's ja sogar noch, da haben sie den Ball immer hinten lang gespielt, was ja an sich auch gut war, langsam an vielen Stellen, aber sie haben trotzdem ihre Chancen dann erarbeitet, aber in der zweiten Halbzeit haben sie ja dann gar nichts mehr gemacht, also wir ja. Haben den Ball, haben Fehlpässe ohne Ende irgendwann gespielt und Augsburg konnte wirklich ihre Chancen, die wir schon eben besprochen haben, einleiten. Ja, genau. Laufdistanz auch relativ ähnlich. Eine Zweikampfquote haben wir von 55% und auch Passquote wir von 86% und Augsburg nur von 74%. Einfach
auch viele Fehlpässe auf Augsburgs Seite, auch einige auf unserer Seite, das hat sich in der zweiten etwas gebessert, aber in der ersten auch von Bonneau waren es, glaube ich, zwei, drei Situationen. Gila Vugis ist mir auch ein, zwei Mal aufgefallen, wo nicht konsequent oder genau genug rausgespielt wurde. Und wenn wir schon Bonneau einmal erwähnt haben jetzt, also schon das zweite oder dritte Mal, musste er auch raus in der zweiten Halbzeit? Genau. Bitter, dass er sich da verletzt hat, gut geklärt und kriegt dann von Niederlechner von hinten noch einen mit. Ja. Ja. Sehr tragisch, wir hoffen, es ist natürlich nichts Ernstes. Jetzt ist natürlich die Länderspielpause, da könnte man sich jetzt auskurieren und dann nach der Länderspielpause... Also es hört sich so an, als ob es nichts Ernstes ist und wir wünschen natürlich gute Besserung, dass das nichts Langwieriges wird. Denn jetzt auch mit Lacroix, der fehlt uns ja auch auf jeden Fall noch im nächsten Spiel aufgrund der Rotsperre, wäre Bonneau schon wichtig, wenn man ihn dann im nächsten Spiel auch dabei hätte. Lacroix, der saß auch neben mir. Ich mit meinem guten Freund Maxence, nebeneinander haben wir das Spiel geguckt. Ach tatsächlich, ist das so? Er war im VIP-Bereich. Ach so. Nebenan. Okay. Also mit Franks. Wo ich mir auch immer dachte, da wurden Fotos gemacht und die sind zu Lacroix gegangen, aber Franks wurde kein einziges Foto, glaube ich, gemacht. Noch zu unbekannt, Leon. Der braucht noch zwei, drei gute Spiele, bevor auch da Fotos gemacht werden. Über das Tor haben wir noch gar nicht gesprochen. Fällt mir so gerade auf. Wir können ja erstmal noch schnell den Spielverlauf abhaken, weil zum Schluss. Einfach noch die Szene, zwei Szenen, fallen mir jetzt nur spontan ein. Ja. Noch einmal die und dann können wir zum Tor kommen. Gerne. Nämlich einmal, wo wir einen guten Konter fahren durch Arnold, der den Ball direkt nach vorne spielt, Wekos durchlaufen kann und den dann zu Metscher, den jüngeren, aber gefühlt größeren, habe ich, also ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich größer ist. Er sieht ja, nach aus, Gefühl, oder? Ja, alles. Ja. Geht. Und dann lässt er sich ein bisschen zu viel Zeit und hätte fast sein erstes Tor schießen können, aber ja, wird abgefälscht und dann geht er harmlos in die Arme von Giekiewicz. Lukas ein Matcher 1,85, Felix ein Matcher 1,88. Ich habe dir aber parallel zugehört. Okay, das zu der Szene. Und die zweite, die du ansprechen und wolltest? Die zweite ist die letzte. Das ist, ja. Also da hat Metscher, der, also Felix Metscher, der in vielen Stellen sehr unkonzentriert wirkte, sehr schwach. Ja, sehr aufgeregt auch, irgendwie zu hektisch gespielt. Vielleicht war ihm noch die Chance, die er liegen lassen hat, ein bisschen im Kopf. Und deswegen kamen dann noch ein paar Fehlpässe. Aber da macht er es dann gut. Nach dem Eckball kriegen wir den Ball. Lässt da seinen Gegenspieler wirklich stark aussteigen. Und spielt ihn zu Luke Bacchio. Und dann, was macht Luke Bacchio? Giekiewicz ist nicht im Tor, nur angemerkt. Der war da vorne in der Ecke. Und Luke Bacchio läuft mit dem Ball, trabt mit dem, während Giekiewicz ihn überholen konnte. Und Luke Bacchio dann dribbelt und dann irgendwas macht, aber weder den Ball aufs Tor schießt, noch den Ball irgendwie in die Mitte kriegt. Ja. Also, müssen wir vielleicht mal Dodi zu einem Interview einladen. Ich kann es dir jetzt leider auch nicht verraten, was da der Plan war, was das Mindset war. Also, er hätte ruhig früher schießen können. Ein Beispiel, Bochum gegen Hoffenheim. Auch Torwart vorne, Baumann. Und Pantovic schießt dann auch einfach mal gut und gerne aus 70 Metern den Ball rein. Ich glaube, es war 90. plus 6, kann das sein? Ich hatte es auch nur in meiner Fußball-App gesehen. Ich will jetzt hier kein Placement machen, deswegen sage ich nicht, welche es ist. Als Tipp nur so, wie man solche Szenen noch hätte lösen können. Nimmt er sich fürs nächste Mal mit, Leon, versprochen. Okay, das jetzt zu dem Spielverlauf. Jetzt zum Tor. Ein super Doppelpass von Ottavio mit Gerhard. Gerhard schickt dann Ottavio wieder auf Reisen. Ottavio mit einer sehr, sehr schönen Flanke über die linke Seite. Und dann steht ein Metscher so also vor dem Tor quasi, also eher kurzer Pfosten, setzt sich da auch gut gegen seinen Gegenspieler durch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, platziert den Ball sehr, sehr gut, direkt neben den Pfosten, ein Giekiewicz
Ist es Giekewitz? Giekewitz ist im Tor. Ja. Haben sie ja vor 2 Jahren, also vorletzten Sommer, haben sie ihn, glaube ich, geholt. Ja, sieht, weiß ich nicht, nicht so, also sieht nicht super aus, aber der Kopfer war auch gut kräftig und wie Ja. gesagt platziert. Und ja, ein Matcher macht, Lukas ein Matcher macht das 1 zu 0. Und deswegen auch mit gutem Grund, Didi Man, mit Ja. gutem Grund wahrscheinlich auch Kofeld Man und natürlich auch Wop-Top Man oder Goldener Wolf oder Wolf des Spiels oder alle möglichen Ja, Namen, die uns dafür einfallen. genau, einfach Vorschläge dazu gerne in die Kommentare. Wie würdet ihr diese Kategorie benennen? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt ist es erstmal Goldener Wolf, aber wir nehmen Kritik gerne an. Ja, das Genau. dazu. Dann gibt es noch ein Spiel, auf dem man natürlich den Fokus legen kann. Mensch, wir haben ja da noch Statistiken, die wir kurz Ja, einfacher bitte, sehen bitte. können. Klar, Da, natürlich. natürlich das Tor, wer hätte es gedacht? Ja, hat natürlich hat einen Lauf. Und wenn ein Stürmer einen Ja. Lauf hat, es gibt nichts Besseres. Also, wenn ein Stürmer trifft, das pusht ihn, das ist gut fürs Mindset. Und dann, ja, auch zu Recht jetzt natürlich auch für die Nationalmannschaft nominiert und einfach ein super wichtiger Spieler in den letzten Wochen gewesen. Weshalb er auch 90 Minuten gespielt hatte, in denen er wirklich 11,2 Kilometer laufen konnte, was der drittbeste Wert im gesamten Spiel war. Und das als Offensivkraft und nicht als Ja. Mittelfeldspieler ist schon sehr, sehr krass. Musste auch oft als Rechtsverteidiger aushelfen, weil Baku irgendwas gemacht hat, aber nicht zurückzuarbeiten, wenn er nach vorne gegangen ist. Sein Tempo war 33,8 km/h. Auch Ist, sehr glaube ich, schon beachtlich. schneller gelaufen, aber zweitbester Wert in diesem Spiel. Wer war der Beste? Weißt du es aus dem Kopf? Das müsste Cordova gewesen sein, Okay. der eingewechselt wurde bei Augsburg. Ja, frischer Spieler, dann ist klar. Ja. Und er hatte auch 2 Schüsse abgegeben, mit ein paar mehr hatte er damit die zweitmeisten Schüsse. Aber da kann man auch sehen, aus 2 Schüssen, die jetzt da gezählt worden, ob es vielleicht nicht noch mehr waren. Also ein paar Chancen mehr hatte er, daran erinnere ich mich noch. Aber aus 2 Schüssen ein Tor zu machen, ist auch eine gute Leistung. Ja, wie gesagt, hat einen Lauf und gerne weiter so, Matcher. Genau. Das zu einem Matcher, jetzt zu einem anderen Spieler, auf den man so nochmal so einen kleinen Fokus legen kann. Und zwar ein Debütant für uns. Und zwar Mickey van de Ven, der natürlich zu einem nicht vorhergesehenen Debüt kam. Denn Bornau musste ja runter und da musste man ein bisschen umdisponieren. Guilavogui ist dann auf die rechte Innenverteidigerposition gerückt, Brooks auch in die Zentrale. Und dann kam Mickey rein und hat sich auf die linke Innenverteidigerposition gestellt, 33 Minuten gespielt. Man kann jetzt natürlich nicht kein umfassendes Fazit jetzt schon abgeben, aber eine Passgenauigkeit von 94,1%, Zweikampfsiege 8 Stück, natürlich kein Gegentor, bei einem zu 0 Sieg ist das klar. Und ein Tempo von 29,85 km/h, musste jetzt nicht den krassesten Sprint anziehen, aber hat solide Pässe gespielt. Hat einmal, glaube ich, sogar an der, nicht an der Eckfahne, aber an unserer Seitenauslinie einen guten Zweikampf geführt, den natürlich auch souverän gewonnen. Und deshalb ein Debüt, auf dem man aufbauen kann. Ja, auf jeden Fall. Also er hat das sehr gut gemacht, wie du auch meintest. Viel kann man jetzt nicht sehen bei 33 Minuten, aber auch das Tempo. Also wir haben ja nicht mehr viel nach vorne arbeiten müssen. Also die Verteidiger standen nicht an der Mittellinie. Da musst du dann auch nicht mehr den schnellen Sprint hinterherziehen. Aber das Tempo konnte er deshalb noch nicht zeigen, dass er wohl haben soll. Hätte mich interessiert, wie schnell er Höchstgeschwindigkeit haben könnte. Müssen wir dann noch warten, ne? Ja, warten wir das nächste Spiel ab, wenn Lacroix ja immer Genau. noch gesperrt ist und Bornau vielleicht wieder nur 70 oder 60 oder 70 Minuten kann. Aber auf jeden Fall haben mich wirklich seine Zweikämpfe begeistert, weil er wirklich sehr kompromisslos reingegangen ist, wie alle unsere Innenverteidiger. Ja. Und auch wirklich eine gute Zweikampfquote gehabt hat. Ich habe jetzt keine direkt gefunden, aber
sehr viele Zweikämpfe gewonnen, auch mehr als verloren. Ich glaube, er hat auch nur wenige verloren. Also es war schon wirklich stark, was er geleistet hat. Für ein erstes Spiel. Ja, wie gesagt, also ein Debüt, auf dem man aufbauen kann. Und jetzt auch mit der Dreier-Innenverteidigung natürlich jetzt auch nochmal leichter da reinzukommen, als mit nur zwei Innenverteidigern, denn da wird dann eher vielleicht dann Bonau eingewechselt oder dann Gilavogi auf die Innenverteidigerposition gestellt. Aber so in diesem System, mit dem wir momentan spielen, und es läuft ja auch, deswegen gibt es auch keinen triftigen Grund, das jetzt so schnell zu ändern, könnte er jetzt zu häufigeren Einsatzminuten kommen. Ja. Das zu Miki. Dann nochmal vielleicht zum Abschluss, so generell nochmal auf die Tabellensituation geschaut. Natürlich auf die Tabellensituation von Augsburg und von uns. Augsburg jetzt natürlich immer noch auf Platz 16, da durch den Punktverlust, also durch den Nicht-Punktgewinn, hat sich jetzt nicht viel getan, denn auf Platz 16 können eigentlich viele Teams überholen. Deshalb nicht viel passiert. Außer dass Bielefeld näher rangekommen ist, die 1-0 gewonnen haben, meine ich. Ja. Also da ist es nochmal eng Richtung Abstiegsplätze geworden. Nur noch ein Punkt. Genau, richtig. Frankfurt auf Platz 15, ein Platz vor ihnen, haben aber noch ein Spiel weniger. Wir nehmen das Video hier am Samstagabend auf. Das heißt, dazu können wir noch nicht allzu viel sagen, wie das Spiel ausgegangen ist von Frankfurt. Augsburg hat jetzt, hat jetzt ein, zwei, vielleicht auch drei kleinere Probleme. Die Tabellensituation schmeckt nicht allzu gut. Aber so langsam endet die Klasse halten, das ist das Ziel bei Augsburg, das sagt der Trainer, das sagen die Fans, das ist so kommuniziert vom Vorstand. Können sie zufrieden sein, wenn sie am Ende auf Platz 14 oder 15 oder so landen, dann ist ja alles in Ordnung. Deshalb, ich sehe jetzt auch für Augsburg keine Katastrophensaison, denke ich mal. Aber sie müssen natürlich trotzdem jetzt langsam wieder... Ja, das ist eine erste Halbzeit, wie sie gespielt hatten, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, war wirklich auch unterirdisch gleichzeitig. Wir haben es ganz solide gemacht, aber Augsburg war schon unterirdisch. Wenig Kampf und nichts fürs Spiel getan. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber es ist halt auch jetzt gegen uns Champions League Teilnehmer und ich meine zu wissen, dass die nächsten Wochen jetzt gegen Teams sind, die auch in einer ähnlichen Tabellenregion stehen. Und wenn sie da dann die Punkte holen, dann können sie beruhigter schlafen, denke ich mal. Dass du der Tabellensituation von Augsburg jetzt noch mal kurz unsere Tabellensituation angesprochen oder drauf geschaut. Wir sind jetzt, also Samstagabend, auf Platz 4. Es können uns noch überholen. Leverkusen und Union, da müssen wir dann den Sonntag noch abwarten. Ihr seid vielleicht schon schlauer, wir wissen noch nicht ganz, wann das Video rauskommt, 14 oder 18 Uhr. Deshalb, aber auch unabhängig von den Spielen von Leverkusen und von Union, sieht das wieder sehr, sehr gut aus. Ich kann mit Platz 4 leben, ich könnte aber auch mit Platz 6 leben, wenn die beiden uns überholen. Das ist eine solide Tabellensituation. Jetzt drei Spiele am Stück unter Kofeld gewonnen. Das ist ein schönes System, das er spielt. Jetzt das erste Mal mit viel Ballbesitz. Offensiv gibt es natürlich immer noch ein paar Verbesserungen. Das muss ich erstmal alles einspielen. Aber mit einem Matcher, der einen Lauf hat, wenn Wekos wieder anfängt zu treffen, wenn Luke Bakio wieder vernünftig spielt und auch mal sein Tempo in Kontersituationen mit einbezieht, wenn Schlager wieder fit wird, Arnold und Schlager können dann die Offensivleute füttern, wenn Baku wieder zu alter Form findet über die Außen, Otavio sowieso, wir haben eine super Verteidigung, Castells Weltklasse, dann kann das wieder eine sehr, sehr schöne Saison werden mit einem guten Trainer. Ja, aber gerne auch mal wieder mit ein paar mehr Toren, weil ein dreckiger Sieg ist auch mal wichtig, ist auch wichtig für Selbstvertrauen, jetzt so wie es gegen Augsburg war. Solche Spiele jetzt wieder zu gewinnen, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. War ja letzte Saison
unsere größte Stärke, würde ich sagen, auch gegen kleinere Mannschaften mal eklige Siege zu holen. Und, Ja. oder insgesamt eklige Siege zu holen. Und ja, aber trotzdem muss man darauf aufpassen, die Tordifferenz ist momentan nicht würdig für diese Tabellenposition, sage ich mal. Da muss man dran arbeiten, die nächsten Spiele. Aber ich denk mal, das kommt noch unter Kofeld. Der bringt jetzt ein bisschen Sicherheit wieder rein, Selbstvertrauen und dann kommt damit auch wieder offensive Power. Denke ich auch. Also da bin ich positiv gestimmt. Du, wie ich es raushöre, auch. Und die Zuschauer hoffentlich auch. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ein Vorschlag für den Namen unserer Kategorie. Goldener Wolf, Wolf des Tages, wie auch immer. Und einmal generell, wie seht ihr jetzt die drei Spiele unter Kofeld, so ein erstes Resümee ziehen und wie blickt ihr auf die kommenden Spieltage? Auch gerne mal reinschreiben, interessiert uns wirklich sehr. Genau. Gut, wir haben schon leichte Überlänge, deswegen schmeiße ich uns jetzt raus. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.